Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute will ich euch mal den PvE-Modus nochmal zeigen. Das ist schon lange her, wo ich das letzte Mal da reingeschaut habe. Operation Nebelschirm ist die Mission und da müssen wir den Flugplatz einnehmen. Das heißt, wir nehmen den Flugplatz ein. Die drei Versorgungstrucks müssen auch noch am besten als Nebenmission zerstört werden. Und dann gibt es dementsprechend Credits und Erfahrung. Ich bin hier mit den Leopard 2AV in seiner Eisausführung unterwegs. Gibt doch nichts Schöneres als so ein Leopard. Das denkt sich der neben mir auch. Und dementsprechend ganz schön schnieke. Schwierigkeitsgrad übrigens schwer. Für die, die es interessiert. Ja, wir nehmen keine Gefangenen. Da hat er wohl recht. Ja, da vorne kommt schon der erste Gegner. Schwarze Kompanie, eine neue Aufgabe. Schnell, feindliche Versorgung. So, zack. Einmal drauf. Ja, da kam auch gleich die Retoure. So. Na, Abpraller. Ah, jetzt wird er super schön stehen. Komm. Naja, nehme ich halt den Terminator. Und mein Kill. Hehe. Kenne ich doch nix. Auch nochmal auf dich drauf. Oh, 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 Artifeuer. Uiuiui. Ja. Der Arti hält hier gut rein. Die anderen bekommen da schon auf die Mütze. Und ihr seht, an Gegnern mangelt es nicht. Ein HP lasse ich stehen. Heidewitzka. Ist denn das der Ernst? Eieiei, da war ich zu spät. Arti, Arti, Arti. Weg, weg, weg. Leo, zeig, was du kannst. Komm auf Geschwindigkeit. Ja. So macht es Spaß. Mit Geschwindigkeit ab ins Loch. Schön, ist vielleicht hier sogar ein bisschen da mal hochbrausen. Um hier eine verbesserte Position zu haben. Uiuiui. Prall ich ab vom Begleitpanzer. Aber nicht nochmal. So, wir laden Heat. Komm schon, ich will. Okay. So viel dazu. Kein Kill für dich, Bitch. Aber einen habe ich ja schon. Uiuiui. Nicht, dass ich den hier umfahre. So, und jetzt. Da vorne geht erwartungsgemäß immer einiges auf. So, schön in die Seite gesemmelt. Da kommt auch dann der Schaden rum. Ja. Und nochmal auf dich mit Gebrüll. Und jetzt mein Kill. Ja. So, und weiter geht's. Der erste Versorgungstruck ist zerstört. Der zweite kommt da vorne. Uiuiui. Hallo. Ja, und der bekommt hier gleich mal auf die Nuss. Aber nicht mit mir, mein Freund. So leicht mach ich's dir hier bestimmt nicht. Den Centauro lasse ich da rumgehen, der geht für die Artis. Da vorne ist der nächste Versorgungstruck. Zerstört. Also noch 5 Minuten 40 hier im Spiel.
Und wie gesagt, ich finde die PvE-Mission selber, um das mal auch nebenbei zu erwähnen, sehr cool. Also ich würde mir so einen Koop-Modus für World of Tanks zum Beispiel sehr wünschen. In Armored Warfare haben sie ihn super umgesetzt. Das Einzige, was noch ein bisschen mau ist und mehr ist, ist die Credit-Ausbeute in dem Fall. Die könnte ein bisschen besser noch sein. Aber, naja, wie gesagt, ist ja alles noch sehr früh. Und bisher machen sie einen verdammt guten Job. Und von dem her, da kann ja noch einiges passieren. Kein Gegner. Also die Nebenmission haben wir mal erfüllt. So, da müsste noch Gegner geben. HP habe ich noch einige. Also die Mission ist übrigens, also auch trotz schwer ist die Nebelschirm nicht so schwierig. Außer es spawnt jemand hinter euch. Dann solltet ihr ein bisschen aufpassen. Aber der interessiert sich Gott sei Dank so gar nicht für mich. Ziel identifizieren. Ladeschütze entschieden. Oh, gibt's doch nicht. Ah, jetzt nehmen wir mal die Arti da raus. So, dass ich auch nochmal einen Kill bekomme. So, jetzt wurde einer meiner Mates hier zerstört. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt bin ich hier im Fokus stehend. Ja, jetzt ziehen wir uns mal erstmal ein bisschen zurück. Ui. So, dass ich hier nicht ganz so exponiert oben da drauf stehe. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Da komme ich schön aufs Hinterteil. Und nochmal. Ja, jetzt hat er mich zwar getroffen. Ah. So, jetzt aber komm in die Seite. Komm in die Seite, in die Seite. Ja, dann halt so. So kann ich es auch. Den Leo nehme ich auch. Die Zeit läuft ab. 2 Minuten noch. Identifizieren. Aber noch alles gut. Ah, da hat er sich gut gedreht. Da vorne sind ja noch 2 meiner Mates. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den FM. Da, zack. Auch dich, jetzt kümmere ich mich noch ums Wiesel und dann sollten wir uns mal langsam dem Cap widmen. So, Kette ist im Arsch. Aber halb so wild. So, und jetzt gehe ich mal für den Cap. Jetzt wird's Zeit. Und ihr seht, das Team, bis auf einen, der zerstört worden ist, stehen wir sonst noch super da von den HP. Also, sehr gute Runde. So, und hier stehen wir drin und 20 Sekunden, dann ist das Ganze schon erledigt. Und wie gesagt, ihr seht, so ist der Aufbau einer Mission. Ich persönlich mag sie eben sehr gerne, weil einfach man so ein bisschen entspannter dann mal Panzer fährt, als man es vielleicht mit einem 15 gegen 15 System macht. Gute Arbeit. Eure Verstärkung tritt bald ein. Das ist der erste Schritt zur Vernichtung der ANP-Extremisten. Und wenn man jetzt auch noch ein bisschen die Credits, das Credit-Einkommen und die XP anpasst, was meines Erachtens noch etwas unstimmig ist, dann hat dieser Modus unglaublich viel Potenzial. Gerade für Feierabendfahrer, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, sich nicht ärgern wollen, nicht als Noob-Faggot oder sonstiges bezeichnet werden lassen wollen. Hat dann dieser Modus wirklich tolles Potenzial. Schauen wir mal, wie es hier so aussieht. Was haben wir für Belohnungen erhalten? Höchste Reparation in einer erfolgreichen PvE-Mission verdient. Schütze,
mindestens 80 oder 25 oder mehr Schüssen, Gesamtschaft von mindestens 2000 in einer PvE-Mission und Zielerfassung, die meisten Treffer deines Teams in einer PvE-Mission erhalten. Ja, wir haben 8000 Schaden gemacht, 1962, 6 Kills, bin da im Team auf Platz 1 gelandet, das ist doch sehr ordentlich. Und hier seht ihr die Details und unterm Strich gab es 64.000 raus. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese PvE-Mission. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt mir das doch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.